Hallo, herzlich willkommen bei uns im Doktorenhof. Ich bin der Wiedemund Schosch. Ich würde gerne Nudelsalat fertig machen. Ich stehe jetzt gerade in den Kräuter und hole jetzt nach die Kräuter für den Nudelsalat. Es war nämlich dieses wunderschöne Kraut da. Das ist ein Zitronenkraut. Das heißt, wenn ich da so ein Blatt wegmache und ich probiere das einmal und ich rieche vor allen Dingen, das riecht ja wie ein ganzer Blumenstrauß. Nee, geht ja gar nicht. Aber ein ganzer Korb voll Zitrone. Und was für Zitrone? Direkt aus Sizilien. Bio-Zitrone, so riecht es. Ach Gott, riecht es gut. Und davon nehme ich jetzt gerade so ein Und das reicht komplett aus, um einen wunderschönen Duft in meinen Nudelsalat zu kriegen. Komm mit, ich koche. So, jetzt bin ich da, wo ich kochen will. Und zwar habe ich schon gekocht. Ich habe Nudeln gemacht. Also Nudelwasser, Wasser warm gemacht, Nudeln neu gegeben. 7 Minuten kochen lassen, die sind fertig. Und ich habe auch gleichzeitig Pinienkern genommen. Das ist so die Vorbereitungszeit. Jetzt habe die gerade mit 2 Tropfen Öl leicht angereicht. Da riechen sie besser. So, bevor ich die Nudeln letztendlich in die Schüssel gebe, mache ich aber erst ein Vinaigrette. Ich mache das immer gerne im Vorfeld, dann ist das nämlich alles schön gebunden. Ich kann es richtig gut schlagen, hat eine gute Emulsion und schmeckt gut. Und ich kann es auch viel, viel besser für mich einfach noch einmal abschmecken und abprobieren. Halali, Stehpilz. Stehpilz ist natürlich schon ein toller Pilz, den es bei uns in Deutschland da gibt. Und dazu machen wir einen Essig. Hat eine leichte, braune, wunderschöne Farbe, riecht jetzt schon als Essig. Toll, gut. Und dazu gibt es noch ein Stehpilzpesto. Das heißt, wir machen aus den Stehpilz auch ein Pesto. Das ist jetzt nicht nur Stehpilz, da ist natürlich Essig drin, da ist Walnussöl dabei, da ist Parmesan und Kräuter dabei und Knoblauch vor allen Dingen. Knoblauch ist ein bisschen dabei. Und Nudelnknoblauch ist ja schon gigantisch. So, jetzt gebe ich mal einen schönen Löffel voll Stehpilzpesto da rein. Dann Salz dazu. Nudeln brauchen immer gerne ein bisschen viel Salz oder ein bisschen mehr Salz. Ich bin sowieso ein bisschen Salzer. Weiß nicht. Manche Leute essen nicht gern Salz. Ich liebe auch Salz und liebe vor allen Dingen Pfeffer. Das ist so immer was gut passt. Und ganz zum Schluss darf ich nicht vergessen, kommt noch der Pfeffer über die Nudeln drüber. Nice. So, und dann gebe ich Olivenöl dazu. Und dann mache ich da draus so eine Art Vinaigrette. Also ich schlachte es einfach oder rühre das zusammen. Und Stehpilz selber, das sind ja ganze Stückelchen noch von Stehpilz dabei in dem Pesto. Das bleibt auch so. Also das ist gewollt, dass das ein bisschen größere Stückelchen sind. Und dann gebe ich da dazu neue jetzt Nudeln. Die habe ich, die sind noch ganz warm, die habe ich vorhin gerade gekocht. Das sind Eiernudeln, dampfen noch. Eiernudeln als immer ganz kleine, ist eine Eierfarm. Die machen selber die Nudeln aus ihren eigenen Eiern. Das finde ich halt toll. Das gebe ich mal durcheinander. So einfach ist das nämlich zu kochen. Das ist eigentlich ganz simpel. Man muss erst von hinten quasi anfangen. Und dann gibt man noch die Nudeln dazu und schon ist das Ganze fertig. Ist toll jetzt, wenn man oben mal Gäste kriegt, wenn man ganz schnell was machen möchte. Die Nudeln brauchen 7 Minuten, der Rest braucht 3 Minuten. Also ist man 10 Minuten mit einem tollen Gericht fix und fertig. Zutaten braucht man halt, das ist klar. So, ich habe noch Pinienkerne. Die habe ich gerade, die werden gerade 2 Minuten angereicht. Mehr ist das nicht. Gucken wir Pinienkerne noch drüber. Und dann, was ich vorhin geholt habe, ist das Zitronenkraut. Ach Gott, ist das ein Duft. Und ich denke, das ist genau das Passende jetzt zu den Nudeln. Einfach so ein bisschen grob geschnitten, gar nicht so euch voll. Man kann auch ganze Blätter neu schmeißen. Also wenn ich sage neu schmeiße, dann ist das in der Palz nichts Negatives. Ne? Ich kann das eigentlich drapieren, das. Aber die Pelzer sind ein bisschen einfacher. Und fertig ist ein Nudelsalat mit Stehpilz. Und vielleicht, wer will, und ich mag das natürlich sehr gern, ein bisschen Parmesan oben drüber. Den hole ich mir jetzt und dann mache ich noch ein kleines bisschen Parmesan oben drüber.
Gut, da habe ich Parmesan, schöne Stücke Parmesan, richtig alte Parmesan, mittelalter, den ich erst sage, ja, Parmesan. Und das da ist ein Kartoffelschälmesser oder Spargelschälmesser oder Gurkenschälmesser, also so ganz normales Schälmesser. Und mit dem mache ich das gern. Einfach so abgeschält, wie man eigentlich Kartoffelschale abschält. Wupp, fertig. Ja, ich mache gerade noch ein bisschen Pfeffer drüber. Das gibt noch einmal so den letzten Kick. Und alles ist fertig. Wunderbar. Das ist jetzt ein Nudelsalat mit Pinienkerne, mit Pesto, mit Stäbpilzessig, Halali und Parmesan. Und ratzfatz fertig und super gut. Was willst du mehr noch? Ah doch, das will ich noch dazu. Das will ich noch mehr. Ja, zum Wohl. Schorscher ist einer wildromantischen Pfalz. Grüßt euch aus dem Doktorenhof in Fenningen und hofft, wir sehen uns mal bei uns. Kommen vorbei, machen eine Führung mit. Oder kommen ein bisschen und Kind probieren. Kind, ja, die Essig hier bei uns immer probieren. Ja, alle, die mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Und ich esse jetzt meinen Nudelsalat.